1960 bis 69. Auch ein Jahrzehnt der Medien. So nimmt beispielsweise der Deutschlandfunk seine Sendungen auf. Hauptanliegen: Informationen für die Bürger im anderen Teil unseres Landes. 1963 heißt es schwarz auf weiß: Startfrei für das zweite deutsche Fernsehen. Der Sender wird praktisch aus dem Boden gestampft. Sein erster Intendant, Professor Dr. Karl Holzammer. Am 1. April 1963, dem ersten Sendetag, begrüßt er die Zuschauer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ohne eine feierliche Eröffnung, vielmehr mitten aus dem Alltag der Arbeit, begrüße ich Sie als die Zuschauer des zweiten deutschen Fernsehens, dessen Zeichen mit den zwei Antennenmasten und den beiden Augen Sie schon kennen, und gebe den Bildschirm für unser erstes Programm frei. Und ich habe meine erste Ansage und meinen ersten Versprecher. Oder besser gesagt, mit dem Vorschirm auf dem Bildschirm eröffnet das zweite deutsche Fernsehen sein Abendprogramm. Die Worte von Johann Wolfgang von Goethe führen Sie, verehrte Zuschauer, in die rastlose Atmosphäre der letzten Tage ein. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Indes ihr Komplimente drechselt, kann etwas Nützliches geschehen. Euch ist bekannt, was wir bedürfen. Wir wollen stark getränkt. Nach dem Vorspiel auf dem Theater, an diesem Abend dann die erste große ZDF-Unterhaltungssendung, die Berlin-Melodie. Auf der Berliner Funkausstellung am 25. August 1967 ein weiteres wichtiges Medienereignis des Jahrzehnts. Gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen. Startschuss damit auch für den goldenen Schuss in Farbe. Schuss! Stopp! Schuss! Farbe ab! 8,9 Sekunden! Der Kandidat hat 100 Punkte! 100 Punkte! Sie haben es eben gesehen, verehrte Zuschauer, den Startschuss für das ZDF gab ein Mann, der als Intendant für seine Mitarbeiter und für seine Zuschauer immer in ganz besonderer Weise da war. Professor Dr. Karl Holzammer. Herr Professor, hätten Sie damals gedacht, dass aus diesen Baracken in Eschborn die größte Fernsehanstalt Europas werden sollte? Nein, das konnte ich nicht ahnen, und Sie wissen es ja so gut wie ich, die Sie mit den Auftakt mit mir gemacht haben, dass die Erwartungen, zum Teil auch die Befürchtungen, so waren, dass es mit dem ZDF sehr schnell zu Ende gehen würde. Ja, es gab ja Fachleute, die sagten, also unter 3000 Mitarbeitern kann man gar nicht beginnen. Wie viel hatten Sie denn? Ja, damals 1300, mit denen wir begonnen haben. Und es ging ja damals so ein Spruch um, wenn ein Kamerateam erschien, sind Sie vom zweiten oder vom richtigen Fernsehen? Und ich habe Ihnen das gar nicht gesagt. Damals schrieb mir Ihre Frau Mutter einen besorgten Brief, bitte, dass Sie in eine windige Gesellschaft geraten seien. Das erfahre ich nach 25 Jahren. Meine Mutter hat Ihnen einen Brief geschrieben. Jawohl. Und was hat sie noch geschrieben? Windige Gesellschaft? Na ja, ich meine, sie war in Sorge um Sie, aber ich konnte Sie trösten. Ich hatte ja das nötige Vertrauen zu Ihnen. Muss ich ja einmal zum tief ZDF Luft holen. Vor allen Dingen. Also mit anderen Worten, Sie haben zu mir gehalten. Ja, auf alle Fälle. Da bin ich Ihnen sehr dankbar, nachträglich noch. Ja, und die Erwartung, dass man schon mit nur 3000 Mitarbeitern anfangen könnte, war natürlich trügerisch. Denn dann wären wir heute noch nicht auf dem Bildschirm. Man musste ja anfangen, man musste ins kalte Wasser springen. Und das hat sich auch gelohnt. Wofür hatte man denn am meisten Bedenken? Ja, man hatte Bedenken, und die hatte ich auch. Und darum zögerten wir auch mit dem Beginn bis zum 1. April 1963, dass man wohl anfangen könne, aber dass man nach einem Jahr noch wieder da sein müsse. Das erforderte natürlich einen tüchtigen Programmvorrat, und den mussten wir uns schaffen. Sie waren ja immer für Ihre Zuschauer in ganz besonderer Weise auch deshalb da, weil Sie das Gespräch mit dem Zuschauer immer gesucht haben. Es gab 53 Sendungen, die ausgestrahlt wurden. Warum lag Ihnen das so besonders am Herzen? Wir wollten ja überhaupt einen besseren und inoffiziellen Kontakt
zu den Zuschauern herstellen. Das zeigte sich ja in vielen Sendungen. Ich darf nur als Beispiel die leichte Art der Heute-Sendung nennen oder die sehr lebendige Form des aktuellen Sportstudios unter anderem. Und so lag mir auch daran, einen persönlichen Kontakt mit den Zuschauern für alle unsere Mitarbeiter zu erreichen, wo ich dann einfach stellvertretend für das Haus auch die Sorgen und Wünsche und Anliegen der Zuschauer, die ich ja nie kannte bei den Gesprächen, entgegennahm. Zum Abschluss noch schnell, welche Sendung haben Sie am liebsten gesehen? Ja, damals? Ich habe immer auf diese Frage die Antwort gegeben. Ich habe keines meiner Kinder bevorzugen wollen. Gerne habe ich natürlich empfunden als Glücksfall, dass wir erst einmal am 1. April da waren. Ja. Und mein besonderes persönliches Interesse gilt natürlich den Nachrichten, den aktuellen Sendungen. Eine sehr diplomatische Antwort. Danke Ihnen, Herr Professor Holzhammer. Liebe Zuschauer, viele von Ihnen haben in den letzten Tagen beim großen Bildquiz ein Herz für Kinder mitgemacht und dabei gab es tolle Autos zu gewinnen, zum Beispiel diese. Ich möchte gern alle drei mitnehmen. Da ist ein Golf CL. Hier haben wir ein BMW 316i und hier ein Opel Omega GL. Und übermorgen, also am Montag, dem 31. Oktober, erfahren Sie in Bild, wer diese Autos gewonnen hat. Steuern, Versicherungen und Benzin sind für ein Jahr bezahlt. Wir wünschen Ihnen viel Glück und gute Fahrt.